Ein Leerzug vom Sodawerk erreicht die Ladestelle. Da bereits ein Zug in der Beladung ist, muss der Leerzug zunächst ins Abstellgleis. Der beladene Zug fährt aus in Richtung Sodawerk. Die Leerwagen werden in die Steigungsstrecke abgedrückt und kommen von selbst zum Stehen. Anschließend rollen sie, angetrieben durch die Kraft ihres eigenen Gewichtes, in das Ladegleis. Für diese Fahrt wird eine der neuen Lokomotiven vorgespannt. Kurz zuvor wurde dieser Zug in die Ladeanlage zurückgedrückt. Da der Zug länger ist als die Beladeanlage, werden die Wagen auf der Rückseite sichtbar. Der Beladevorgang durch die Schüttkutsche geht erstaunlich schnell.
Ausfahrt des beladenen Zuges mit einer alten E-Lok in Richtung Sodaberg. Ausfahrt eines beladenen Zuges mit einer neuen E-Lok in Richtung Sodaberg.